Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Und auch heute haben wir wieder für euch Einblicke, Rückblicke und Ausblicke. Erst Dodo, der euch wirklich sehr vermisst. Danach fahren wir in die Fjorde und hören ganz, ganz spannende Dinge. Und zuletzt Hera Lind. Und jetzt viel Spaß. So wie ganz viele Kollegen ist auch Dodo wieder an Bord. Und er vermisst euch genau wie unsere Kollegen. Und deswegen hat er uns eine Grußbotschaft geschickt. Sehr emotional. Es gibt ja Landschaften, die sind vom Schiff betrachtet noch viel imposanter als von Land oder von oben. Und deswegen fahren wir jetzt in die Fjorde mit unserem Premium-Lektor extra für euch. Noch sind wir in Geiranger, in dem 300-Seelendorf. Ja, es geht los, unsere Fahrt durch diesen traumhaften Geiranger Fjord. Die norwegische Schauspielerin Liv Ullmann sprach einmal davon, es ist so schön, dass es schmerzt. Und das werden wir jetzt, während wir durch diesen 15 Kilometer langen Fjord fahren, vielleicht selbst ein wenig spüren. Jetzt gleich auf unserer rechten Seite, also fachmännisch ausgedrückt auf unserer Steuerbordseite, den Örnevegen, den Adlerweg. 1940 erst erbaut mit 11 sagenhaften Serpentinen und von oben, 624 Meter über dem Fjord, ist es ein fantastischer Blick auf diese Landschaft. Wenn wir jetzt uns das Gestein anschauen, kann man mit Fantasie einen Kopf entdecken, zwei Augen und so etwas wie eine Nase. Manche sagen, es ist ein zu Stein gewordener Troll, andere sprechen vom Wächter des Geiranger Fjordes. Und nicht nur dieses Gesicht, sondern auch andere Formationen haben dazu Anlass gegeben, dass die Menschen sich Geschichten ausgedacht haben. Gleich jetzt vor uns die sogenannten Sieben Schwestern und der Freier. Was ist das? Das sind
Wasserfälle. Wasserfälle prägen den Geiranger Fjord. Das sind nichts anderes als Hängetäler, die es nicht geschafft haben, so schnell das Gestein zu zersägen, wenn man daran denkt. Ungefähr für einen Meter braucht das Wasser 3000 Jahre. Und wenn Sie sich die Wasserfälle anschauen, wie weit sie in das Gestein schon hineingeschnitten haben, das sind schon so etliche Jahre. Man kann sagen, in den letzten 2,5 Millionen Jahren hat das Wasser seine Arbeit geleistet. Dreaming of you, it's all I've ever known to be true for you. Ja, was fasziniert uns hier so an dieser Landschaft? Es sind diese fantastischen, steilen Hänge, 600, 700, 800 Meter hoch. Geradezu senkrecht fällt das Gestein nach unten. Und zwar nach dem Ende der letzten Eiszeit gab es Frostsprengungen. Das heißt, Gesteinsmassen stürzen ab. Es kommt zu riesigen Wellen, Tsunamis geradezu, die 60 Meter hoch sein können, sodass kein Leben mehr möglich ist. Damit lebt man hier in Norwegen. Und das ist auch eine Erklärung, warum in früheren Zeiten, als die Menschen sich die Welt naturwissenschaftlich gar nicht erklären konnten, sie Angst hatten vor höheren Gewalten, sprich vor Göttern, vor Riesen und vor Trollen. Das ist eben eine Landschaft, die geradezu prädestiniert ist für Sagen und für Märchen. Die Moderatorin und Erfolgsautorin Hera Lind hat uns eine Grußbotschaft geschickt. Sie ist ja sowas wie ein Stammgast bei uns an Bord und deswegen haben wir uns besonders gefreut. Guck mal. Liebe Gäste und Crew der AIDA-Flotte, ich bin Hera Lind und AIDA ist fast schon mein zweites Zuhause. Genau wie Sie vermisse ich das fröhliche, zwanglose Leben an Bord, die großartigen Shows, das vielseitige, tolle Essen, die interessanten Gespräche, die herrlichen Fernziele. Ich freue mich schon jetzt auf viele spannende Begegnungen mit interessanten Menschen, die mir ihre wahren Lebensgeschichten erzählen. Denn darauf beruhen ja meine Tatsachenromane. In den Schreibseminaren an Bord der AIDA kommen die tollsten Geschichten ans Licht und wir lachen und weinen zusammen. Solange wir uns nicht persönlich treffen können, schauen Sie rein, wenn Sie Lust haben. Zeit zum Lesen haben Sie jetzt in meinem neuen Tatsachenroman Die Hölle war der Preis, Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Wir sind alle Platz 1, wir AIDA-Gäste. Genau wie AIDA immer ganz vorn dabei. Ihre Hera Lind. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder von unseren Reisen mit der wunderbarsten Musik von Bord. Und ihr bleibt bitte gesund und wir sehen uns nächste Woche. Baby, oh, smiles forever. Well, I just keep on making the same mistake.
verbinden.